B2. Nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse dj. Es gilt cm gleich bl gleich r gleich 3 cm, ml sind 1,5, jl 6 und kl 1 cm. Berechnen Sie die Länge der Strecke ak und das Volumen des Rotationskörpers. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Und ein Teilergebnis ak sind 2,5 cm. So, zeichnen wir erstmal ein, was wir alles gegeben haben in die Skizze. CM gleich BL gleich 3 cm, also CM haben wir hier, BL ist hier drüben. Dann Radius mit 3 cm und wenn der Radius 3 cm ist, ist auch MD 3 cm, ME und LF. Zusätzlich kennen wir ML mit 1,5 cm. Die Strecke JL zeichne ich mal so ein mit 6 cm und KL mit 1 cm. So, alles Wichtige mal eingetragen. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Hier würde ich empfehlen, auch der Reihenfolge nachzugehen. Das heißt, hier berechnen die Länge der Strecke AK. Also gehen wir erstmal auf AK. Wie lässt sich die berechnen? Wir suchen ein Dreieck, in dem die Strecke AK drin liegt. Zum Beispiel AKJ. Was kennen wir alles aus diesem Dreieck? Ja, was auf jeden Fall bekannt ist, der rechte Winkel. Und was wir auch sofort berechnen können, ist die Strecke KJ mit 5 cm, weil wenn die Strecke JL 6 cm lang ist, diese Strecke, und die Strecke KL 1 cm lang ist, dann bleibt für JK logischerweise 5 cm übrig. Um AK berechnen zu können, fehlt allerdings noch etwas. Ja, die will ich ja haben. Ich bräuchte jetzt entweder noch die Strecke AJ oder einen von den beiden anderen Winkeln. Ja, also zwei zusätzliche Größen zum rechten Winkel müssen bekannt sein. Rechtwinkliges Dreieck, es gilt Sinus, Cosinus, Tangens, Pythagoras. Ja, und um diese Dinge anzusetzen, brauchen wir eben noch eine zusätzliche Größe. Möglichkeit 1, ich versuche aus einem anderen Dreieck irgendwie eine dieser fehlenden Größen heraus zu berechnen. Oder Möglichkeit 2, vielleicht gibt es irgendwelche Symmetrien, Spezialeigenschaften oder andere Rechensätze, mit dem man eine fehlende Größe berechnen kann oder vielleicht sogar gleich die Strecke AK. Also, so die zwei schnellsten Möglichkeiten sind jetzt folgende. Ich gehe in ein anderes Dreieck und gucke, ob ich zum Beispiel einen Winkel berechnen kann. Ja, AJ habe ich eigentlich keine Chance, weil das liegt in keinem großartigen anderen Dreieck drin, das mir hilft. Aber zum Beispiel hier oben dieser Winkel, AJK, der liegt auch im Dreieck BLJ drin, in diesem da. Und in dem kenne ich zwei Dinge, nämlich 3 cm, 6 cm, hier ein rechter Winkel. BJ ist die Hypotenuse, also ist die 3 cm Strecke die Gegenkathete, die 5 cm Strecke ist die Ankathete. Und dann könnte ich mit dem Tangens zum Beispiel hier oben den Winkel berechnen. Und dann gehe ich wieder zurück in dieses Dreieck, um mit Hilfe vom Tangens die Strecke AK zu berechnen. Möglichkeit 2. Ich sehe hier ein kleines Dreieck. Und ich sehe hier ein großes Dreieck. Das ist ein Hinweis auf den Strahlensatz. Ja, die Strecke AK und BL liegen parallel zueinander, ist gegeben durch die rechten Winkel hier drin. Und damit funktioniert der Strahlensatz. Es führen beide zum Ziel. Wenn jemand lieber Tangens mag und den Strahlensatz weniger, darf das gern so rum machen. Ich finde hier den Strahlensatz ganz nett. Der ist auch hier in der Formelsammlung drin, Strahlensätze Seite 7. Allerdings finde ich diese Darstellung hier recht ungünstig, weil es eben einfach viele Möglichkeiten gibt, den Strahlensatz überhaupt anzusetzen. Ich gehe jetzt immer so vor, ich spreche von einem kleinen Dreieck, also AKJ, und ich spreche von einem großen Dreieck, das ist das BLJ. Ich fange immer mit der unbekannten Seite an, also mit der, die ich berechnen möchte. Das wäre in dem Fall die Strecke AK. So. Und jetzt teile ich die entsprechende große Seite dazu. Ja, also nochmal, das ist mein kleines Dreieck, die Strecke vom kleinen Dreieck, geteilt durch die entsprechende Seite vom großen Dreieck. Das wäre die Strecke, also BL. Ich könnte auch kleines Dreieck durch kleines Dreieck, also AK geteilt durch KJ, geht genauso. Aber ich mache es jetzt so. Also AK durch B, was soll es sein, L? So, ist gleich. Und wichtig ist jetzt nur, wenn ich hier mit dem kleinen Dreieck anfange, muss ich auch hier beim anderen Bruch mit dem kleinen Dreieck anfangen. Also mit der Strecke KJ durch die entsprechende Strecke vom großen Dreieck, das wäre die JL.
So, habe ich alles für meinen Strahlensatz. Jetzt setze ich alle bekannten Größen ein. AK durch, so, BL sind 3 cm, ist gleich. KJ, das waren die 5 cm, kann hier noch 6 minus 1 dazu schreiben. Dann ist es rechnerisch ganz vollständig. Und geteilt durch, was hat man, JL mit 6 cm. Das kann ich jetzt entweder säubern oder aber auch über Umformungen auflösen. Hier unten habe ich eine 3 im Nenner stehen. Die muss ich wegbringen. Ein Bruchstrich bedeutet nichts anderes als geteilt, also kriege ich die 3 mit mal 3 weg mit der Umkehrrechnung. So, wenn ich diese Gleichung mit mal 3 multipliziere, folgt daraus, AK ist gleich, ja, 6 minus 1 ist 5 Sechstel und hier noch mal 3. So, das schaffe ich sogar im Kopf auszurechnen. Hoffe ich doch, sind 2,5 Zentimeter. Gut, AK ist erledigt. Sehen wir hier im Teilergebnis, 2,5 stimmt. Was man vielleicht noch erwähnen muss, Achtung, hier steht drin auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Jawohl, nächster Teil. Und das Volumen des Rotationskörpers. Also ein Volumen muss berechnet werden. Volumen Gesamt ist gleich. Ich gehe jetzt immer so vor, dass ich mir die ganzen Teilkörper anschaue. Also aus welchem Rotationskörper ist diese Figur, vor allem hier diese graue Figur, zusammengebaut. Fange ich mal unten an. Ja, hier habe ich einen Halbkreis. Ich stelle mir vor, was passiert, wenn der Halbkreis beginnt sich zu drehen. Ja, man sieht sofort, ein Kreis wird eigentlich zur Kugel, ein Halbkreis damit zur Halbkugel. Okay, was habe ich als nächstes drin? Hier ein Rechteck. Wenn sich ein Rechteck anfängt zu drehen, bekomme ich einen Zylinder rein. Also brauche ich noch einen Zylinder. Und was habe ich hier oben? Ein Trapez. Wenn sich ein Trapez anfängt zu drehen, bekomme ich einen Kegelstumpf. Blöd ist nur, für einen Kegelstumpf gibt es keine eigene Formel. Also brauche ich irgendwie was anderes, um den Kegelstumpf berechnen zu können. Aber ich glaube, man sieht es recht deutlich. Deswegen sind oben auch die Hilfslinien eingezeichnet. Wenn sich ein Dreieck anfängt zu drehen, dann bekomme ich hier eine Pyramide rein. Und ich habe hier eine große Pyramide, also BFJ. Und ich habe eine kleine Pyramide, nämlich AGJ. Und wenn ich das Volumen berechnen will, nehme ich einfach die große Pyramide und schneide hier die kleine Pyramide runter und dann bleibt genau dieser Kegelstumpf übrig. Ja, und genauso funktioniert es ja auch. Also Volumen Gesamt ist, wir haben Volumen einer Halbkugel plus Volumen eines Zylinders plus Volumen des großen Kegels, kürze ich jetzt mal so ab, minus Volumen des kleinen Kegels. Ja, weil den wollen wir runterschneiden. Sieht man auch hier am gestrichelten, das da muss weg im Volumen. So. Jetzt haben wir im Prinzip hier schon unsere Vorüberlegung drin und jetzt rechnen wir einfach diese Teilvolumen aus. Wir fangen an mit dem Volumen von der Halbkugel und da gehe ich jetzt natürlich wieder meine Formelsammlung rein. Wo habe ich die Kugel? Seite 11 ist sie zu finden. Hier sind meine ganzen besonderen Körper. Oben die mit Ecken, sage ich jetzt mal, und unten die mit Kreisflächen drin. So, was brauchen wir? Halbkugel. So, wir haben hier das Volumen nur von der kompletten Kugel. Halbkugel kann man sich ja vorstellen, ist genau die Hälfte davon. Ist beim Volumen tatsächlich so einfach. Also habe ich 4 Drittel mal, das heißt es ist Radius hoch 3. Schau schnell nochmal nach, was ist der Radius meiner Halbkugel? Das ist die Strecke CM mit 3 cm. Ich schreibe es nochmal allgemein auf. Also CM hoch 3, dann habe ich nochmal Pi. Und Achtung, nicht vergessen, Halbkugel. Also hänge ich gleich geteilt durch 2 hinten dran. Man kann auch erst das Volumen der kompletten Kugel ausrechnen und dann im nächsten Schritt nochmal durch 2 teilen. Das ist überhaupt kein Problem. So, setzen wir ein. 4 Drittel mal 3 hoch 3 mal Pi geteilt durch 2. Das kann man jetzt in den Taschenrechner eintippen und kommen raus 56,55 Kubikzentimeter. Jawohl, nächste Aufgabe. Wir brauchen Volumen des Zylinders. Der steht hier gleich drüber. Quatsch, hier. Radiusquadrat mal Pi mal h. Also Volumen des Zylinders ist gleich. Radiusquadrat, gucken wir nochmal rein. Wir brauchen den Radius vom Zylinder. Ja, ist im Prinzip auch die Strecke CM oder BL.
kann man beide nehmen. Das b ist mal der Radius vom Zylinder. Was hatten wir jetzt? BL hoch, zum Quadrat mal Pi mal die Höhe vom Zylinder. Schauen wir rein, kennen wir die? Ja, ist die Strecke ML. Die kennen wir mit 1,5 cm. Ja, liegt auch hier draußen an. Ist überhaupt kein Problem, alles bekannt. Ja, wie heißt ML? So, setzen wir uns bekannten Größen ein. BL waren 3 cm, also 3 Quadrat mal Pi mal ML, doch stimmt, 1,5. Das tippen wir wieder in den Taschenrechner und erhalten 42,41 Kubikzentimeter. So, nächster. Volumen des großen Kegels ist gleich. So, der steht hier. Großer Kegel, 1/3 mal Radiusquadrat. Schauen wir oben nochmal rein. Was ist mein Radius vom großen Kegel? Ja, die Strecke BL schon wieder. Ja, das ist der große Kegel hier. Radius also BL. Haben wir hoch 2 mal Pi mal die Höhe. Höhe schauen wir uns nochmal an. Höhe von großen Kegel ist von L nach J hoch. LJ kennen wir aber auch schon. JL hier mit 6 cm angegeben. Also müssen wir auch nichts weiter berechnen. Mal JL. So, setzen wir bekannten Größen wieder ein. 1/3 mal 3 Quadrat mal Pi mal 6. In Taschenrechner tippen sind 56,55 Kubikzentimeter. So, und zum Schluss brauchen wir Volumen des kleinen Kegels. Die Volumenformel bleibt gleich, 1/3 mal. So, aber jetzt müssen wir nach dem neuen Radius und nach der neuen Höhe gucken. Neuer Radius ist bei der kleinen Pyramide natürlich die Strecke AK. Kennen wir jetzt hier, haben wir ausgerechnet mit 2,5 cm. Und die Höhe ist die KJ mit 5 cm. Haben wir auch schon ausgerechnet. 1/3 mal Radiusquadrat mal Pi mal, jetzt habe ich die Buchstaben vergessen, KJ. Ist gleich 1/3 mal AK waren 2,5 cm, also 2,5 Quadrat mal Pi mal KJ waren 5. Das tippt man auch für den Taschenrechner ein, 32,72 Kubikzentimeter. Super, jetzt haben wir alle Teilvolumen ausgerechnet. Jetzt gilt es entsprechend der Formel hier oben. So machen wir es. Die Volumen noch zusammenzurechnen. Also Halbkugel plus Zylinder plus großer Kegel minus kleiner Kegel. Volumen gesamt ist also gleich. Was haben wir? 56,55 war die Halbkugel plus Zylinder waren 42,41. Ja, die stehen hier oben. Markieren wir sie vielleicht noch schnell. Dann hoppla, Volumen des großen Kegels plus 56,55 minus kleiner Kegel 32,72. Ja, das tippen wir auch schnell noch mit dem Taschenrechner rein. Dann kommen 122,79 Kubikzentimeter raus. So, eventuell kriegt man eine kleine Abweichung zur Musterlösung, die es im Original gibt. Das ist jetzt einfach in dem Fall, weil hier die ganzen Zwischenergebnisse gerundet worden sind. Die in der Musterlösung rechnen es meistens hier diesen kompletten Teil auf einmal zusammen. Ja, aber Aufgabe ist damit erledigt.